Vor allem für die Wall Street gilt, wenn es zu einer Korrektur kommt, dann kann und dürfte diese Korrektur sehr, sehr heftig werden. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Warum ist das so? Schlichtweg, weil die Positionierung an den Märkten in den USA besonders so extrem einseitig ist, so extrem auf der Long-Seite ist. Das ist sichtbar an so vielen Kategorien. Schauen wir uns zum Beispiel mal hier die Optionen an. Hier haben wir Calls auf den S&P 500 mit absolutem Allzeithoch. Da ist fast 13% des gesamten Handelsvolumens in diese Optionen auf der Call-Seite geflossen. Das sind Parameter, die wirklich erstaunlich sind. Hier sind Analysen, die sagen, Leute, das ist schon krank, das ist schon krass, das ist so dermaßen einseitig, das ist ungehedged und das ist natürlich ein Riesenproblem. Wir haben hier 22,8 Millionen neue Call-Optionen. Wir sehen, dass vor allem die Positionierung insgesamt extremst ist in jeder Hinsicht, nämlich wo wir hier zum Beispiel die Positionierungen von Hedgefonds etc. sehen. Das sind Extremwerte, die derzeit der Fall sind, sowohl global als auch für die US-Aktienmärkte, weil man sich sagt, wo ist das Risiko? Es gibt kein Risiko. Wir haben doch die Fed, alles ist gut, aber wenn dann plötzlich doch ein Rücksetzer kommt und alle sitzen auf derselben Seite des Bootes, dann kann eben diese kleine Welle, die da kommt, vielleicht ist es der Coronavirus, vielleicht ist es irgendwas anderes, das kann das Boot dann zum Kippen bringen. Und hier gibt es Schätzungen, dass um und bei 120 Milliarden Dollar veräußert werden müssten, Positionen im Volumen von 120 Milliarden Dollar bei einem Rücksetzer beim S&P 500 von 5%. Und 5% wäre ja eigentlich eine normale Korrektur nach diesem wahnsinnigen Bullenlauf zuvor. Und das bedeutet, dass praktisch aus einer markttechnisch völlig normalen Korrektur oder einem Rücksetzer dann doch ein sehr scharfer Abverkauf werden kann, wie wir ihn Ende September 2018 gesehen haben, wie wir ihn Januar 2018 gesehen haben, als massiv die Kurse gefallen war. Vieles erinnert ja an die Situation Januar 2018, damals kurz zuvor die Steuerreform in den USA verabschiedet. Es war nur raufgegangen, raufgegangen. Es ging im Januar dann noch weiter rauf und dann folgte Mitte Januar der scharfe Abverkauf. Es wäre natürlich ein Zufall, wenn das zwei Jahre später auch passiert. Insgesamt die Stimmung ist schlichtweg euphorisch. Hier nochmal ein Kommentar eines Lieblingskommentators von mir auf Finanzmarktwelt. Es ist nun mal anders dieses Mal. Die Märkte sind in Erwartung besserer Daten vorher gestiegen. Das stimmt. Jetzt zeigt sich, die Zukunft sieht rosig aus. Das werden wir erst sehen. Dazu kommen die expansiven Notenbanken. Bald werden auch noch die Kleinanleger, die nicht so große Euphorie anfachen und den DAX hier noch deutlich höher treiben. Die Algos werden Corona und EU-Zolloptimismus nach der Drohung von Trump gestern in Sachen Autozölle neu einpreisen. Die Fahnenstangen bekommen also immer mehr Substanz. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Schauen wir uns mal hier die Definition von John Kenneth Galbraith an, der über den großen Crash 1929 gesprochen hat. Als die Zeit gekommen ist, in allen Phasen der Spekulation, als man versucht hat, jene zu überzeugen, die nicht überzeugt waren, ihnen zu sagen, dass man hier praktisch in einem Land, neuen Land der Fantasie sei und alle Argumente beiseite gewischt hat, die gesagt haben, nein, das ist eigentlich eine ganz normale Welt, die wir haben, da hat sich nicht viel geändert und wir werden zu dieser Welt zurückkehren. Nein, diesmal ist alles anders, das ist das zentrale Argument. So hat gestern zum Beispiel der Bridgewater Co-CIO Bob Prince gesagt, der Boom- und Bust-Cycle ist over, also es wird nicht mehr diese Booms geben und dann diese Zusammenbrüche geben, das ist jetzt vorbei, weil wir haben ja die Notenbanken. Wir werden sehen, ob das passiert und vielleicht schon sehr, sehr bald. Also, wir haben eine Situation, die eigentlich untragbar ist. Wir haben jetzt neue Meldungen aus Wuhan. Die Stadt ist jetzt unter Quarantäne gesetzt worden. Inzwischen sind 571 Leute in China erkrankt, davon 95 in einem kritischen Zustand, 17 sind gestorben. Jetzt fragt man sich, wie kann man eine solche Stadt eigentlich in Quarantäne setzen? Da ist der gesamte Verkehr jetzt auch innerstädtisch zum Erliegen gekommen. Wuhan hat innerstädtisch 7,5 Millionen Einwohner, die Metropolregion etwa 11 Millionen. Man hat ein BIP von über 250 Milliarden Dollar pro Jahr. Wäre Wuhan ein Land, dann wäre es unter den 50 größten Volkswirtschaften der Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Hier sehen wir den Yangtze, der sozusagen Auslöser ist für die Größe dieser Stadt, eben
als Verkehrsweg sehr, sehr wichtig. Auch die Eisenbahnknotenpunkte verlaufen oft in Wuhan. Und das Problem ist, dass man jetzt erst die Stadt in Quarantäne oder unter Quarantäne setzt. Aber die meisten Leute sind schon verreist. Heute die chinesischen Aktienmärkte das letzte Mal handelt. Ab morgen ist da erstmal lange Schluss wegen dem Neujahrsfest. Und das zeigt, dass eben die meisten schon weg sind und im Prinzip wahrscheinlich dann diese ganze Geschichte noch weiter sich ausbreiten wird. Heute ist Lagarde-Tag. Lagarde hat ja gesagt, ich bin weder eine Taube noch ein Falke, unter Anspielung auf die Begrifflichkeiten Dovish und Hawkish. Ich bin eine Eule. Heute hat sie eigentlich, oder für heute hat sie eigentlich, einen neuen Ansatz der EZB versprochen. Sie will da manches anders machen. Wir dürfen mal gespannt sein, was das alles sein wird, und schauen uns mal an, was jetzt hier die Charts uns sagen. Wir haben einen sehr herben Abverkauf in China. Die chinesischen Indizes 3 bis 3,5% im Minus. Hier sehen wir den FTSE China 50. Da geht es doch massiv nach unten. Gestern ja diese Erholungsrallye, nachdem das Gesundheitsministerium in China gezeigt hat, ja, wir sind offen, wir sind transparent, wir werden jetzt gegen diese Geschichte vorgehen. Dann ging es nach oben, aber das ist vorbei. Hier die Märkte unter Druck. Das hat die US-Aktien-Futures dann auch unter Druck gesetzt. Die schauen wir uns mal an. Gestern ja schon auffällig, dass die US-Indizes die starken Gewinne, die vor allem wieder mal vorbörslich erzielt wurden, das ist immer so ein Muster. Es geht dann nach US-Schluss und vor US-Eröffnung massiv nach oben innerhalb des Handels. An der Wall Street des Kassahandels passiert dann gar nicht so wahnsinnig viel. Jedenfalls sehen wir hier in einem größeren Zeitfenster den S&P 500 3316. Wir sehen den Nasdaq 3172. Da waren wir gestern doch schon 70 Pünktchen höher. Und wir sehen den Dow Jones, der aktuell bei 29.130 Punkten handelt. Was wird das für den DAX bedeuten? Der deutsche Leitindex, der ist, hier in einem großen Chart ja gestern über die 13.600er Marke gestiegen, jetzt aber 13.442, können wir uns mal im kürzeren Rahmen anschauen, die Charts von Capital.com, sehen wir hier, das ist doch ein relativ konstanter Abstieg. Gestern der DAX schon zur Schwäche neigend, kurz nachdem er das Allzeithoch erreicht hat. Wir sehen Euro-Dollar 1,1083, sehen Gold unverändert 1556 und Crude Oil kollabiert immer weiter, jetzt $55,65. Nachdem gestern die API-Lagerbestände höher ausgefallen waren als erwartet, heute kommen ja die Lagerbestände ausnahmsweise am Donnerstag, weil am Montag Feiertag war. Also, die Positionierung am Markt ist extrem einseitig. Und sodass aus einer Fliege ein Elefant werden kann oder aus einer Mücke ein Elefant werden kann, so könnte man sagen, egal was für ein Anlass das ist, wie schwerwiegend der Anlass ist, wenn dann mal eine Verkaufswelle rollt und alle auf derselben Seite stehen, dann ist das wie so ein Domino-Effekt. Also sollten die Bullen versuchen, diesen Domino-Effekt schon von Anfang an zu vermeiden, sonst kann es kritisch werden. Vielleicht kommt heute die große Erholung, aber wenn das nicht passiert, dann droht eben ein etwas herberer, impulsiver Rücksetzer. Wir werden sehen. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Tschüss.